Ich werde jetzt mein komplettes Make-up nur mit diesen Luftballons auftragen. Ich darf keine Pinsel und keinen Schwamm benutzen. Diese Idee kam übrigens von einer Zuschauerin von mir. Ich markiere sie auch unten. Ich habe natürlich zuerst den Luftballon aufgetragen und dann Primer drauf gemacht und den dann in meinem Gesicht verteilt, besser gesagt eingeschmiert, und es hat relativ gut geklappt. Jetzt kommt aber Foundation und es hat weniger gut geklappt. Zuerst habe ich mir so ein paar Punkte drauf gemacht und es war echt richtig viel Foundation und habe dann probiert, es einzuarbeiten, aber das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil der Luftballon natürlich so eine glatte Oberfläche hat. Damit ich auch unter meine Augen komme, habe ich noch einen Luftballon auf eine kleine Größe aufgeblasen und dann probiert, mein Concealer und Bronzer auszublenden. Hat nicht so gut funktioniert. Auch das Puder war unnormal fleckig und vom Lidschatten wollen wir erst gar nicht anfangen. Ihr seht es ja selber. Für die Lippen habe ich extra in Pink genommen und meine Lippen sehen ein bisschen verwaschen aus. Noch ein bisschen Highlighter und das ist der fertige Look. Ich werde jetzt mein komplettes Make-up mit meiner linken Hand machen. Kurz als Info für euch. Normalerweise mache ich alles mit meiner rechten Hand. Also ich bin Rechtshändler. Heißt es Händler? Rechtshänder. Und die Challenge ist jetzt, alles mit links zu machen. Das fühlt sich halt so unnormal falsch an. Oh nein. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, mit welcher Hand ihr schreibt. Oder wir machen es so, dass alle, die mit rechts schreiben, ein Like da lassen und alle, die mit links schreiben, müssen kommentieren. Zum Vergleich mache ich diese Seite übrigens mit rechts. Das funktioniert natürlich viel besser. Ich denke, Foundation und Concealer wird kein Problem sein. Das geht auch so gut. Also das geht wirklich gut, aber es fühlt sich einfach so falsch an mit links. Das Auftragen ging auch mega gut mit links. Es wird gleich spannend beim Eyeliner. Versuchen wir es. Soll ich das halten? Ich habe eine neue Maske und irgendwie fand ich das so lustig, weil im Moment steht ja in den Kommentaren voll oft, dass man alles reparieren kann mit Reis. Und ich dachte, vielleicht können wir mein Gesicht damit reparieren. Meine Pickel, also vielleicht, ihr wisst, Reis ist ein Wundermittel. Deswegen probieren wir die jetzt aus. Ich weiß nicht ganz genau, wie Reis riecht, aber es riecht gut. Apropos Reis, ich habe das schon seit 2 Tagen stehen, das ist Reiswasser, weil ich auf TikTok ein Mädchen gesehen habe, die gesagt hat, das ist voll gut für die Haare. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so gut für die Haare ist. Aber wir kommen jetzt zur Maske. Die Maske ist unnormal glitschig und es fühlt sich an wie so Reispapier. Kennt ihr das zum Essen? Ich trage die jetzt auf. Okay, doch, sie riecht schon nach Reis. Jetzt weiß ich, wie Reis riecht. Denkt ihr, das schmeckt auch nach Reis? Das ist ohne Scheiß, die Maske fühlt sich ohne mal gut an. Oh. Die ist übrigens von Budni. Ich lasse die jetzt einwirken.